Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, eine gute Nachricht gibt es vorweg. Wir sind alle gut angekommen im Jahr 2022. Für manche mag das jetzt aufregender sein, für andere weniger aufregend. Wir haben vorhin ja schon von den Änderungen gehört, die das auch geben wird in diesem Jahr. Vielleicht betrifft euch auch etwas davon, vielleicht bewegt euch was davon. Vielleicht habt ihr auch ganz bewusst einen Jahresrückblick gemacht, vor Augen geführt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Und vielleicht sogar einen Jahresausblick. Was wünsche ich mir im kommenden Jahr? Was soll kommen und was möchte ich vielleicht sogar an Erfolgen aber auch mitnehmen in das neue Jahr? Mit welchen Fragen bist du in dieses Jahr gestartet? Wo gibt es vielleicht offene Enden, die noch nicht abgeschlossen sind, wie man sich's gewünscht hat? Bei mir war das zum Beispiel die Predigt, die noch nicht ganz fertig war am 31. und ich sie noch mitgenommen habe ins neue Jahr in der Vorbereitung. Aber ganz gleich, welche Fragen uns bewegen, wo wir vielleicht gerade stehen in diesem Augenblick, ich glaube, dass es eine Wahrheit gibt, auf die wir uns wieder ganz neu ausrichten müssen, gerade auch in diesem Jahr. Eine Grundhaltung, die für das kommende Jahr entscheidend ist. Und genau darum geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Ich hoffe, dass wir uns alle von diesem Gotteswort berühren und verändern lassen. Ich lese uns aus Johannes 6, die Verse 37 bis 40. Wir erheben uns vor Gottes Wort. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich bete. Vater im Himmel, hab du vielen Dank für dieses gute und kraftvolle Wort, was du uns heute Morgen gibst. Danke für diese Güte, die du uns erweist, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir daraus lernen und leben dürfen. Öffne du das Herz jedes Einzelnen und die Ohren mach uns weit, dass wir dein Wort hören und verstehen und dass wir auch danach leben. Gib uns Kraft, das aufzunehmen, was wir heute Morgen hören. Sprich du durch mich, Herr, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte, die heute Morgen in die Herzen gehen. Danke, dass du mit uns gehst und uns heute Morgen begleitest. Danke für deinen guten Geist. In Jesu Namen. Amen. Es ist sozusagen eine gute Sitte, dass man am ersten Sonntag im neuen Jahr über die Jahreslosung predigt. Dem habe ich mich sozusagen auch angenommen. Und ich glaube, wenn wir das lesen, also die Jahreslosung lautet ja genau eigentlich nur, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich glaube, dass gerade in dieser Verheißung etwas so Wichtiges auch für uns steckt in diesem Jahr. Etwas, was uns Kraft geben kann, in diesem Jahr, aber eben auch darüber hinaus. Und wir werden uns diese Jahreslosung und den damit zusammenhängenden Text in drei Punkten anschauen. Zuerst zu Jesus kommen, dann bei Jesus sein und zum dritten mit Jesus leben. Zu Jesus kommen. Als Jesus diese Worte spricht, die wir soeben gehört haben, da ist er in Galiläa, in der Gegend von seiner Heimat. Er spricht vor einer großen Menge von Juden. Er hat Wunder getan in ihrer Gegenwart. Er hat am Anfang von Kapitel 6 5000 Menschen satt gemacht mit Brot. Das hat die Menschen natürlich tief beeindruckt. Und sie laufen ihm hinterher auf Schritt und Tritt und wollen gar nicht mehr von ihm lassen. Selbst dann, wenn er sich mal zurückziehen will. Aber dann offenbart er ihnen, dass es gar nicht so sehr um dieses Brot ging, was die 5000 satt gemacht hat. Er sagt ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Aber er erkennt eben auch, dass viele der Juden ihn zwar sehen mit den Augen, aber nicht an ihn glauben mit dem Herzen.
Und genau in diese Situation spricht er den Vers, in dem auch unsere Jahreslosung steht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was fällt auf? Jesus formuliert das hier überhaupt nicht als eine Herausforderung oder sozusagen als etwas, was wir tun müssen. Er sagt nicht, kommt her zu mir und ich werde euch nicht hinausstoßen. Er sagt, alle, die zu mir kommen oder wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt an einer anderen Stelle das auch als Herausforderung. Aber in dieser Situation stellt er etwas anderes vor, diese Worte. Er sagt, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Er weiß um seinen souveränen Vater, der ihm alle geben wird, die er will. Auch wenn es gerade so scheint, das wäre die Predigt von Jesus absolut ohne Erfolg, weil die Juden ihm gar nicht richtig glauben wollen. Aber genau weil er diese Gewissheit hat, kann er eben auch diesen zweiten Teil sprechen, der in der Jahreslosung ist. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er ist schließlich genau dazu gekommen. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Von ihm wurde er ja gesandt, wie wir es auch weiter unten dann lesen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat sich selbst ganz zurückgenommen, um den Willen zu tun des Vaters. Aber es ist nicht so, dass er gegen seinen Willen etwas getan hätte. Es ist vielmehr so, dass der Vater und er eins sind, wie wir das später in Johannes auch noch lesen. Und deswegen sind sie eines Willens. Es ist nicht so, wie wenn der Chef zu seinem Mitarbeiter sagt, Sie werden jetzt an einen neuen Standort versetzt. Und der Mitarbeiter schreckt auf und denkt sich, das will ich aber überhaupt nicht. So dürfen wir uns das an der Stelle nicht vorstellen, wenn Jesus sagt, dass er auf seinen Willen verzichtet, wenn er zurücktritt. Vielmehr ist diese Unterordnung von Jesus ein Zeichen dafür, dass er dem Vater zustimmt. Früher hat man das in der reformierten Theologie den Bund der Erlösung genannt, sozusagen. Das bedeutet, dass der Vater und der Sohn eine Art Vertrag miteinander gemacht haben. Jesus gibt sich für die Erlösung der Menschen, die der Vater ihm gibt. Das ist eine gute Nachricht für uns. Es ist Gottes fester Wille, alle zu retten, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Das sagt er uns auch. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Deshalb heißt zu Jesus kommen auch nichts anderes, als an ihn zu glauben. Oder um es mit einem etwas alltäglicheren Wort zu sagen, auf ihn zu vertrauen. Und Vertrauen bringt gewisse Risiken mit sich. Einige werden das vielleicht kennen, wenn es um ihre eigenen Kinder geht. Ich selber kenne das noch nicht, aber wir schicken Kinder auf die Schule. Und wenn wir sie auf die Schule schicken, dann trauen wir ja auch den Lehrern zumindest in gewissem Maße zu, dass sie können, was sie da tun. Weil Kinder uns unheimlich viel wert sind und das ist gut so. Aber wir müssen dafür ein Stück weit unseren Einfluss aufgeben. Vertrauen heißt, Dinge, die bisher sicher schienen, hinter sich zu lassen. Auf Jesus vertrauen heißt genau das, es heißt sogar noch mehr, sogar umzukehren, sich umzuwenden. Es ist wie wenn ein Kind einen Tobsuchtanfall hat und von seinen Eltern wegrennt und nichts mehr mit ihnen zu tun haben will. Es muss sich erst um 180 Grad umdrehen und zu den Eltern zurücklaufen. Aber genau das wollten die Juden damals nicht, zu denen Jesus gesprochen hat. Sie wollten nicht zu ihm kommen. Sie sahen ihn zwar mit den Augen, aber sie glaubten nicht mit ihrem Herzen. Aber sehen allein ist nicht genug. Das Glauben und das Vertrauen ist eben gerade das Entscheidende. Und das sagt Jesus auch so zu ihnen. Aber sie haben daraufhin nur gemurrt, wie wir dann noch weiter unten lesen. Sie haben sich aufgeregt über seine Worte. Sie wollten doch nicht zu einem Zimmermannssohn kommen, den sie ja so gut kennen. Sie wussten ja, woher er kommt, aus Nazareth. Und daher kommt nichts Gutes, hat man damals gesagt. Wie ist das bei uns heute? Sind wir bereit, Jesus zu vertrauen in allen Dingen? Oder meinen wir schon zu wissen, wer er ist und was er tun kann und was er eben nicht tun kann? Auf Jesus vertrauen bedeutet eigentlich, alles loszulassen, was wir für sicher gehalten haben. Manche denken jetzt vielleicht, ich vertraue doch Jesus schon mein ganzes Leben oder ich habe mein Vertrauen doch auf Jesus gesetzt. Aber vertrauen wir Jesus auch in den ganz konkreten Situationen? Es fängt ja bei kleinen Dingen an, wie das, was wir in der Moderation gehört haben.
Briefporto zum Beispiel, das regt uns natürlich auf, da zahlen wir mehr. Aber schlimmer wird es, wenn es wirklich mit dem Geld knapp wird und wir Schulden haben. Vertrauen wir auch da, dass Jesus in unsere Situation hineinkommen wird? Oder was ist mit unserer aktuellen Corona-Situation? Die Angst, die manchmal da um sich greift. Vertrauen wir auch hier, dass wir bei Jesus absolut bombensicher sind? Einige sitzen vielleicht hier oder hören über den Livestream zu und haben noch nie ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Jesus Vertrauen heißt, etwas zu bekommen, was ewigen Bestand hat, auch über dieses Leben hinaus. Und deshalb ermutige ich dich von Herzen, lass alles los, was dich hindert, zu Jesus zu kommen und gehe zu ihm. In den Worten des Predigttextes liegt so eine tiefe Verheißung. Und zwar, dass es zuerst mal gar nicht um uns geht, sondern um das, was Gott für uns getan hat. Er hat jeden, der glaubt, dem Sohn gegeben. Das klingt erst mal hart, aber wissen wir, was das für uns bedeutet? Und zwar unabhängig davon, ob wir schon mal zu ihm gekommen sind oder ob wir jeden Tag neu zu ihm kommen. Es ist egal, wer du bist. Es ist egal, was du getan hast oder was du wieder getan hast. Jesus sagt zu uns, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sind wir bereit, ganz auf diese Zusage zu vertrauen? Wenn ja, dann werden wir erleben, was es heißt, bei Jesus zu sein. Das wird nicht immer leicht sein. Das wird auch Veränderung bedeuten in unserem ganz alltäglichen Leben, in unserem sicher geglaubten Umfeld. Aber es wird definitiv heilsam und richtig sein. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Bei Jesus sein. Wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir bei ihm. Dort dürfen wir erleben, mit was für einem Reichtum wir beschenkt sind, wenn wir zu ihm gehören. Unser heutiges Textwort gibt uns da so einen schönen Blick drauf, wo man ein bisschen was sehen kann. Natürlich nicht alles, aber einige Punkte und die will ich uns gerne nennen. Wir lesen, dass der Vater uns dem Sohn gegeben hat. Das gilt jedem, der an den Sohn glaubt und auf ihn vertraut. Im ersten Moment halten wir es vielleicht für unseren eigenen Dienst oder unsere besonders weise Entscheidung, zu Jesus zu kommen. Aber beim genaueren Hinsehen erkennen wir, da steht von Anfang an Gott dahinter. Er hat uns in seiner Liebe geleitet. Er hat uns in die Hände seines Sohnes Jesus Christus gegeben. Er hat all unsere Schuld getragen. Der Weg, wie Gott Menschen zu Jesus führt, das ist ganz unterschiedlich und sieht bei jedem ganz individuell aus. Aber das Ziel ist immer dasselbe. Das Ankommen bei Jesus Christus, seinem geliebten Sohn, unserem Herrn. Unser Verstand und unsere Gesellschaft sträuben sich meistens gegen diesen Gedanken. Wir können absolut nichts dafür tun, gerettet zu werden oder zu Jesus zu kommen. Schließlich leben wir in einer Welt, die von vermeintlich guten Entscheidungen lebt. Man sagt ja so schön, wir treffen heute so viele Entscheidungen wie unsere Vorfahren im Mittelalter in einem ganzen Jahr, nur in einer Woche. Ich erinnere mich daran, dass wir in der Schule auch mal das Thema den American Dream hatten, ja, also quasi die Intention hinter der amerikanischen Staatsgründung. Das lautet dann sinngemäß ein bisschen so, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und manchmal haben wir uns davon so ein bisschen anstecken lassen. Wir haben dann so ein bisschen unseren Christian Dream, könnte man sagen. Es lautet dann, es war meine besonders tolle Entscheidung, mich für Jesus zu entscheiden. Aber Jesus macht hier deutlich, dass jeder, der zu ihm kommt, ihm vom Vater gegeben ist. An anderer Stelle macht er das auch ganz deutlich, beziehungsweise Johannes schreibt über Jesus, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier erkennen wir das deutlich. Von außen gesehen kommen wir zu Jesus, das ist ganz klar. Im Inneren wurden wir von Gott an diesem Punkt geführt. Es ist wie bei einer Tür, durch die man hindurchgehen kann. Vorne steht drauf, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und jeder, der die Tür durchschreitet, liest auf der Rückseite, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Darin liegt ein unfassbarer Trost für jeden Einzelnen von uns. Unser Glaube, unser Vertrauen in Jesus hat ein Fundament, das fester ist als die ganze Welt, auf der wir leben. Unser Glaube ist in Gottes Willen verankert und seinen Willen kann niemand widerstehen. Es kommt nicht auf unsere Willensstärke an
oder auf unsere Schwäche, die wir doch so oft empfinden, sondern auf Gottes unerschütterlichen Willen. Denn wenn es auf uns ankäme, dann müssten wir irgendwann scheitern. Aber so gebührt Gott unser Lobpreis für das, dass er uns zu seinem geliebten Sohn geführt hat. Und weil Gottes Wille eben so unerschütterlich feststeht, knüpft sich daran eine weitere Kostbarkeit, wenn wir bei Jesus sind. In Vers 39 lesen wir: Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere. Wenn wir bei Jesus angekommen sind, dann dürfen wir sicher sein. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und aus dieser Tatsache kommt der letzte Schatz, den ich uns anhand von diesem Predigttext aus in diesem Punkt zeigen möchte. Und zwar steht in Johannes 40: Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn wir bei Jesus sind, dann werden wir auferstehen zum ewigen Leben. Das ist wirklich die größte Hoffnung, und das müssen wir uns mal vor Augen führen, die wir überhaupt haben können. Jesus wird mich auferwecken am letzten Tag. Diese Hoffnung ist wie eine Triebfeder für unser ganzes Leben. Sie bringt Schwung und Ausrichtung in unseren Alltag. Aber ist darauf wirklich unser Fokus gerichtet? Hinterfragen wir uns mal: Glaube ich das wirklich? Glaube ich, dass die Toten auferstehen werden? Manche werden jetzt sagen: Natürlich glaube ich das. Das ist gut. Aber verändert das auch unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln? Es ist diese Auferstehungshoffnung, die ich uns allen wünsche für dieses angebrochene Jahr, für dieses neue Jahr. Die Hoffnung, dass der Zustand, in dem wir jetzt sind, nicht das Ende ist und nicht das letzte Wort hat. Aber um darin wirklich Hoffnung zu finden, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder bei Jesus einfinden, dass wir immer wieder bei ihm sind und zu ihm kommen, dass wir uns Zeit nehmen, gezielt auch mal am Tag einfach auszusetzen, vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde oder länger. Wir ziehen uns in die Stille zurück, wir beten zu Jesus und lassen uns von seinem Wort füllen. Jesus hat uns das ewige Leben gegeben und wir tragen es jetzt schon in uns durch diese Hoffnung auf die Auferstehung. Und dann, wenn die Auferstehung sein wird, wird alles vollendet werden. Es wird unaussprechlich schön sein. In der Lesung haben wir einen Teil aus Jesaja gehört. Und wenn wir da weiterlesen bei der Lesung, dann lesen wir in Versen 12 und 13 in diesem Kapitel, wie Jesaja es versucht zu beschreiben. Er schreibt: Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden für euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornensträucher werden Zypressen aufsprießen und statt der Brennnesseln werden Myrten aufschießen. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgerottet wird. Auch wenn diese Worte nur einen kleinen Spalt öffnen für die Herrlichkeit, die uns erwartet, so sind sie doch gerade deswegen so kostbar für uns. Und damit komme ich zum letzten Punkt, mit Jesus leben. Wir haben gehört, wie sicher wir bei Gott verwahrt sind. Wir haben die allerbesten Aussichten und Prognosen, die nicht falsch sein können. Aber was heißt das jetzt für uns? Füße hoch oder was? Mit Sicherheit nicht. Wenn wir bei Jesus angekommen sind und bei ihm sind, dann gilt es auch von ihm her zu leben. Aber was bedeutet das für uns konkret in unserem Leben? Es heißt, dass wir von ihm her unser Leben gestalten. Wir lesen in Vers 38: Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat sich ganz nach dem Willen seines Vaters ausgerichtet. Und an diesem Vorbild können wir uns sehr gut orientieren. Der Zürcher Reformator Huldrych Zwingli hat es mal sehr schroff ausgedrückt. Er hat gesagt: Christ sein heißt nicht von Christus schwatzen, sondern ein Leben zu führen, wie Christus es geführt hat.
Das muss ich mir als Theologiestudent als erstes selber sagen, das weiß ich ganz genau, weil man viel im Denken ist, aber manchmal nicht so schnell beim Tun. Aber ich finde, es bringt ein bisschen auf den Punkt, was es manchmal heißt, Christ zu sein. Wir können Jesus natürlich nicht in allem folgen in seinem Auftrag. Schließlich können wir nicht die Sünden der Welt tragen, zum Beispiel. Aber wir können nach Gottes Willen fragen und uns danach ausrichten. Und wisst ihr, es geht dabei nicht um Vollkommenheit. Selbst der Apostel Paulus merkt an, dass er einen Kampf in sich drin wahrnimmt. Einen Kampf zwischen dem, was Gott gefällt, und dem, was gegen Gottes Willen kämpft in ihm, gegen ihn rebelliert. Und so wird es auch immer sein, wenn wir bei Jesus leben, bis an dem Tag, an dem wir zu ihm nach Hause gehen dürfen. Aber was uns trösten kann, das ist dies. Jesus selbst hat Versuchung erlitten. Das wird deutlich, wenn er sagt, in Vers 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat das durchlebt, was wir so oft durchleben, wenn wir in Versuchung geraten. Aber er hat diese Versuchung überwunden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir regelmäßig zu ihm kommen und ihm auch all unser Leid, unsere Sünde, unsere Versuchung sagen. Es ist gerade da so wichtig, zu hören, was in der Jahreslosung steht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Von ihm dürfen wir lernen, was es heißt, mit Gott zu leben. Aber er weiß auch um unsere Unvollkommenheit. Ich stelle mir vor, wie ein kleines Mädchen die Lieblingsvase ihrer Oma beim Spielen zerbricht. Ihre Augen sind voller Tränen. Sie fürchtet sich vor ihrer Oma, obwohl sie doch weiß, dass die Oma sie liebt. Unter Tränen geht sie zu ihr. Die Oma sieht sie. Sie erkennt sofort, wie aufrichtig ihr Herz ist, und sie schließt sie in ihre Arme und vergibt ihr. So auch wir in unserem Alltag. Wir können kommen mit unseren zerbrochenen Vasen, mit unseren Dingen, die schiefgelaufen sind. Wenn wir aufrichtig zu Jesus kommen, dann wird er uns nicht hinausstoßen. Das bedeutet das, was Martin Luther in seiner ersten These einmal gesagt hat. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass unser ganzes Leben Buße sein soll. Das klingt deftig, wie Luther eben so ist. Aber das heißt es, immer wieder auch zu Jesus zu kommen und auch umzukehren von den Dingen, die schiefgelaufen sind, in dem Wissen, dass wir aufgenommen sind bei ihm. Und das gilt es vor Augen zu haben, wenn wir nach Gottes Willen leben. Obwohl wir keine Vollkommenheit erlangen, solange wir hier sind, sind wir aufgefordert, nach Gottes Willen zu leben. Paulus schreibt einmal, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Jesus und der Vater, sie waren eines Willens. Sie waren ganz aufeinander abgestimmt. Wir als diejenigen, die zu Jesus kommen, wir brauchen diese Erneuerung unseres Sinnes, wie Paulus es schreibt, damit wir prüfen können, was denn der gute Wille Gottes ist. Es ist wie, wenn wir ein DIN A4-Blatt falten. Wir stimmen erst ganz genau die Kanten ab und legen die Ecken übereinander, bevor wir den Knick machen. Und so gilt es auch in unserem Leben, immer wieder uns ganz genau mit Jesus abzustimmen, was ihm gefällt. Aber wie legen wir die Kanten in unserem Leben übereinander mit Jesus? Indem wir eben immer wieder zu ihm kommen und ihn fragen, was willst du, Herr? So gleichen wir jeden Tag unsere Kanten ab, indem wir fragen und uns von ihm aber auch belehren lassen. Und das geschieht durch sein Wort in der Bibel und durch seinen Geist, die beide unsere treuen Begleiter sind durch unseren Alltag. Und wenn wir dann in der Bibel lesen und sie vor uns haben, können wir immer wieder fragen, versuche ich mein Leben, so gut es geht, nach dem auszurichten, was ich hier lese? Liebe ich, was Gott liebt? Will ich, was er will? Wir kommen zu Jesus und bleiben bei ihm und folgen ihm in seinen Fußspuren nach. Das bedeutet ein Leben in echter Demut, die sich in Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrückt. Wir wollen Jesus nachfolgen,
weil wir ihn lieben, weil er uns so viel Gutes getan hat und jeden Tag neu tut. Wir wissen, er will das Allerbeste für uns. Er wird uns niemals hinausstoßen. Ich fasse zusammen, was wir heute Morgen gehört haben. Es ist notwendig, umzukehren, um zu Jesus zu kommen. Zugleich aber haben wir die Gewissheit, egal wer ich bin, egal was ich getan habe und was schon passiert ist, Jesus stößt uns nicht hinaus. Wir würdigen diese großen Reichtümer, die wir empfangen, sobald wir bei ihm sind. Der Vater hat uns dem Sohn gegeben. Wir sind unverlierbar in seiner Hand und haben die Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben. Und wir gestalten unser Leben von Jesus her. Wir geben unseren Willen auf und folgen ihm ganz nach, indem wir Gottes Willen lieben und tun. Auf diese Weise lasst uns die Herausforderungen in diesem neuen Jahr, lasst uns denen begegnen, lasst uns den Kämpfen, die uns vielleicht bevorstehen, entgegentreten. Als solche, die sich immer wieder an ihren Herrn und Erlöser wenden, im Wissen, dass wir vor ihm nichts, aber auch gar nichts verbergen müssen. Als solche, die durch ihren Herrn und Erlöser die bombensichere Gewissheit haben, wir werden auferstehen zum ewigen Leben. Denn wir vertrauen auf Jesus Christus. Er ist für uns vom Himmel herabgekommen, um uns vom Vater zu empfangen, dass wir nicht verloren gehen können. Er geht uns voran, auch in diesem Jahr. Amen.